Namaste, ihr Lieben. Ich versuche es jetzt mal ganz nett und höflich zu sagen. Mich nervt jetzt schon in der zweiten Woche dieses Video aufgenehme. Ich merke, dass dieses ganze Digitale nicht meins ist. Ich muss die Schüler jetzt da irgendwie digital versorgen und jetzt, also euch will ich ja auch digital versorgen, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit echtem Kontakt. Das fehlt mir jetzt schon. Das ist irgendwie auch so ein bisschen was Vorgespiele. Ich schaue, dass ich irgendwie ganz in Ordnung angezogen bin. Mein eh schon zu langer Pony, der wird jetzt nett und modern auf die Seite gestrichen. Also das ist das, was mich schon nervt. Und das ist eine Welt, die sich auch gerade irgendwie in all den Bildschirmen abspielt, die nicht echt ist. Also das ist das, was mir gerade wahnsinnig zu schaffen macht. Mir geht es ein bisschen wie der Kerstin. Die Kerstin hat mir letzte Woche gefeedbackt, dass ihr das Herz ganz schwer gefallen ist, das Chakra. Weil ich ja so quasi öffnend und eigentlich sehr mitfühlend war, aber es hat gar nicht zu ihrem State gepasst. Und das ist genau der Punkt, wenn du jetzt direkt vor mir sitzen würdest, dann könnte ich darauf eingehen, auch in meinem jugendlichen Teenager-Yoga-Kurs, die würden mir jetzt wahrscheinlich lauter Impulse geben, wie es ihnen geht, und dann würden wir das einbauen. Genau, also puh, ich bin heute auch ein bisschen gefrustet. Und tatsächlich will ich es einfach beobachten, was daraus wird. Meistens ist es ja so, dass das Yoga dann gut macht. Also das ist ja das, was vielleicht jetzt auch du schon merkst, dass wenn du da jetzt sitzen sollst und mir zuhören und das alles sehr, sehr atmosphärisch und yogisch ist, du dann denkst, im Hintergrund schreien Kinder und eigentlich siehst am Boden schon die Flusen wieder, die du zusammenkehren könntest. Also das fällt dir jetzt wahrscheinlich noch schwerer, da irgendwie abzuschalten. Deshalb bitte ich dich jetzt auch wirklich mal kurz nochmal auf Stopp zu drücken, denn die Diana hat mir das auch als Impuls gegeben, dass sie es echt schwerer hat, zu Hause abzuschalten. Ist auch logisch. Aber vielleicht kannst du es trotzdem dir bestmöglich einrichten, dass du jetzt wirklich dein Handy ausschaltest. Also wirklich nicht nur Flugzeugmodus, weil dann kann es ja immer noch leuchten, sondern mach es aus oder leg es unter ein Kissen und wirklich weg. Und genauso auch dein Festnetz. Bei mir hat es jetzt auch dort schon gestellt. Mach es aus, okay? Das ist jetzt eine Stunde für dich und da, ja, zumindest die Außenwelt hat jetzt kurz Pause, und wenn deine eigene Gang hier immer wieder rein und raus muss und mal kurz zur Küche was zum Trinken holen, dann ist es so, genau. Das ist auch das Leben, ja. Also Yoga ist, die erste Regel im Patanjali Sutra ist, Yoga ist jetzt. Und genau, das Jetzt ist ein bisschen ein besonderes Jetzt. Es ist zu Hause, es ist nicht im Raum. Es ist unter besonderen Bedingungen, die wir alle noch nie erlebt haben. Also es ist einerseits spannend, aber andererseits auch total befremdlich und angsteinflößend vielleicht auch manchmal. Genau. Und das, was ich mir jetzt alles so ein bisschen von der Seele wegschwätze, das ist auch sehr therapeutisch, und das darfst du auch gerne mit mir tun oder aber auch mit irgendeiner anderen guten Freundin oder einem guten Freund oder dem Partner einfach mal sagen. Genau. Dann ist nämlich schon mal der erste Knödel weg. Und genau darum geht es heute nämlich. Um unser Kehlchakra. Die Kehle ist hier, das ist quasi die Kommunikation mit dir selber, aber auch natürlich mit dem Außen. Genau, Kommunikation, es gibt diesen ganz besonderen Spruch, die Steffi wird lachen, die hat das alles studiert, den Schulz von Thun, man kann nicht kommunizieren. Also egal was man tut, selbst wenn man nichts sagt und einfach nur da sitzt, ist es auch Kommunikation. Genau, also dahingehend möchte ich heute mal auf die Kommunikation Wert legen, aber auch, du bist ja auch Kommunikationsempfänger, das heißt, es geht auch ums Zuhören. Und das ist jetzt umso wichtiger vielleicht gerade, dass Menschen, denen echt viel auf dem Herzen liegt, dass du einfach es schaffst, auch einfach mal zuzuhören und nicht in eine Diskussion einzusteigen. Ich sage jetzt das Wort trotzdem, obwohl ich es ziemlich vermeiden will eigentlich in all dem, Corona, da irgendwie eine Wahrheit vermeintlich finden, die für dich passt. Es ist ja irgendwie eh nicht greifbar, ob was jetzt da gerade passiert, wie viele tatsächlich irgendwie wirklich betroffen sind. Ist alles so unwirklich, und das einfach nicht in eine Diskussion einsteigen und in irgendwie eine Position, sondern einfach mal nur zuhören. Und da werden wir später ein paar Übungen machen, und auch ich werde ein paar heute mehr Geschichten vorlesen, die sehr sinnbildlich sind und auch sehr hilfreich, denn manchmal sagt es eine Geschichte einfach viel mehr als ich mit meinen Worten. Genau, aber der Anfang einer jeder Yogastunde ist gleich. Ich möchte nur ganz allgemein was zu den Sachen sagen,
Ich werde das ein bisschen abkürzen, denn ich glaube einfach, dass das letztes Mal waren es, glaube ich, fast 100 Minuten, dass das zu viel ist. Also, dass du es dann auch nicht schaffst, es am Stück durchzuziehen und dass dann auch nicht so ganz dieser runde Yoga-Effekt einsetzt. Also vielleicht werde ich dann einfach den Sonnengruß heute flott durchpowern. Das kann auch mal sehr befreiend sein. Der Kerstin zum Beispiel war es da letztes Mal danach. Die hat gesagt, boah, dieses Langsame, das war ihr überhaupt nicht. Also dann darfst du das auch gern abschalten und dir deine richtige Musik wählen und dir deine Geschwindigkeit aussuchen. Gell? Also einfach feel free, was dir gut tut. Fühl rein und mach's. Genau, apropos Musik, auch noch ein ganz nettes Geschichtchen, weil ich erzähle ja heute gern Geschichten. Ich habe gestern für die Kinder-Yoga-Einheit mit meinen Kindern gedreht. Total schön, über Thema Gefühle, war so süß, kannst du auch gerne als Link haben, wenn du Kinder hast. Jedenfalls habe ich dann am Ende, nur am Ende für die Schlussentspannung, wir haben so eine rosa Wolken-Zuckerwatten-Meditation gemacht. Und nur für das habe ich ein Lied ganz leicht im Hintergrund laufen lassen. So ein atmosphärisches Lied, das du auch kennst, das ich eigentlich immer am Anfang mache bei uns. Und dann habe ich es hochgeladen auf YouTube und dann kam plötzlich eine Beschwerde, dass ich es nicht hochladen darf oder beziehungsweise, dass es irgendwann mit Urheberrecht verletzt. Und dann hat tatsächlich von diesem 30 Minuten Video die letzten 2 Minuten diese Endentspannung, wo echt nur übers Handy, also echt total suboptimal im Ton, diese sphärischen Klänge kamen, kam sofort der Titel dieses Liedes und die Gruppe, die das halt, diese Band oder dieser Mensch, der das macht und dass da eben eine Urheberrechtsverletzung. Jetzt habe ich natürlich das letzte Stück weggeschnitten und drehe es nochmal. Aber Wahnsinn, ihr müsst euch das mal vorstellen, was da an digitaler Kontrolle stattfindet. Auf das, was ich jetzt sage, wahrscheinlich. Puh, das ist alles so befremdlich. Einerseits ist es eine riesen Möglichkeit, euch zu erreichen und irgendwie noch ein bisschen Mitmenschlichkeit zu haben. Aber andererseits ist das ja auch schon wieder alles, wird gescannt. Also wirklich, das waren 2 Minuten, es war nur so dünn, dünn, ein bisschen so Klavierklänge. Und dann kam sofort der Titel und Urheberrechtsverletzung. Dieses Video ist zur Monetarisierung. Also ich glaube, das bedeutet, dass ich damit kein Geld verdienen kann, das ich eh nicht war. Aber das nur für mich. Also ich richte es jetzt einfach so therapeutisch raus. Du darfst dich jetzt einfach mal hinlegen. Genau. Muss leise bleiben. Genau. Leg dich auf deine Matte, richte dir also gemütlich ein, hab wirklich alle Bildschirme aus, machst dir wirklich gemütlich, nimm eine gute Akustikquelle her für den Sound, also vielleicht nicht gerade das Handy, das so ein bisschen klirrend dann wird, sondern machst über einen Lautsprecher, über eine Stereoanlage ganz klassisch. Vielleicht hast du echt gute Musik, die da jetzt passt. Ich selber darf es ja nicht laufen lassen. Ich habe es ja schon vermutet letztes Mal. Genau, aber Wahnsinn. Genau, gut, also richte dich echt gemütlich ein und leg dich einfach mal hin. Auf deinen Rücken. Gut. Gut, also Yoga ist hier und jetzt, sagt auch Patanjali und deshalb beginnt es jetzt. Wir ziehen die Zehenspitze des rechten Fußes ganz ran ans Schienbein, schieben die Ferse nach unten raus, machen die Wade, das Knie, den Oberschenkel fest wie im Baumstamm. Mit dem Einatmen heben wir das rechte Bein an und ausatmen, lassen wir es plumpsen. Das linke Bein ganz genauso. Zehenspitze ranziehen, Ferse rausschieben, Wade, Knie, Oberschenkel festmachen, einatmen, alles ranziehen und aus. Wieder plumpsen lassen und mal spüren, ob in den beiden Haxen schon eine Entspannung da ist. Gut, wir kommen eine Etage höher zum Becken. Spann beide Pobacken ganz, 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 ganz fest an, dass der Po sogar ganz leicht anhebt. Einatmet mehr und ausatmet. Gut, eine Etage höher zum Bauch. Den Bauchnabel ranziehen Richtung Wirbelsäule, dass das ganz fest wird im Bauch. Einatmet, den Bauch noch fester machen und aus. Eine Etage höher zum Brustkorb, beide Schulterblätter unter dem Körper reinwärts rollen, dass sich der Rücken eh schon so ein bisschen wölbt. Einatmen, jetzt noch gewölbter machen. Und aus. Du merkst vielleicht schon langsam, dass sich so dieser Entspannungseffekt einstellt. Hände zu festen Fäusten machen, Fäuste hoch an die Schultern bringen, die Schultern auch noch hoch ans Ohr ziehen, die Arme kurz und klein machen, einatmen mehr. Und aus. Lasse plumpsen. Gut. Das Gegenteil machen. Die Hände fest ausstrecken. Die Finger weit auseinander spreizen. Die Finger weg vom Ohr ziehen. Also die Schultern weg vom Ohr ziehen. Arme festmachen. Einatmen. Anheben. Und aus. Sehr schön. Komm jetzt zum Kopf und zum Hals. Und genau da steckt unser Kehlchakra, da wo wir heute ein bisschen
anregen wollen, ein bisschen harmonisieren wollen, weil da vielleicht auch ein bisschen ein Knoten im Hals steckt. Und deshalb manchmal einfach mal so eine Dehnung und eine Stauchung dieses Kehlchakras ganz, ganz sanft. Einfach immer wieder quasi deutlich Ja sagen mit dem Kopf. Und gerne ein bisschen den Mund öffnen, dann hast du nicht so einen Stress in deinem Kehlkopf, wenn du in die Überstreckung gehst. Genau. Gut. Und dann pendel dich langsam in der Mitte ein. Gut, und das Ganze machen wir jetzt noch mit links, rechts. Und immer beim Einatmen rollst du nach außen und beim Ausatmen kommt die Nase nach oben. Einatmen zur anderen Seite und ausatmen nach oben. Sehr schön. Oh, jetzt langsam geht's los, oder? Ich finde schon, dass sich ein bisschen verändert. Also vielleicht ist das ganze Yoga ja doch gut. So ein bisschen diese Gemütlichkeit, diese Ruhe vielleicht wieder ein bisschen zurückkommt. Gut. Und jetzt machen wir noch mit unserem Gesicht eine gruselige, lustige Grimasse, indem wir alle Gesichtsmuskeln mal kurz und klein Richtung Nase ziehen. Einatmen dabei und ausatmen. Das Gesicht wieder entspannen. Gut. Jetzt machen wir das viermal, vier Atemzüge lang mit dem gesamten Körper immer wieder komplett festmachen, wie so eine Spaghetti-Nudel, die noch ungekocht ist. Und beim Ausatmen wird die Spaghetti weich. Genau. Einatmen, alles festmachen. Und aus. Weich werden. Zweites Mal. Einatmen, alles festmachen. Und aus. Zweites Mal. Noch zwei mehr. Einatmen. Und aus. Und ein letztes Mal. Alles festmachen. Aus. Gesicht nicht vergessen. Und aus. Gut. Dann schäle dich langsam aus deiner... Nee, stopp. Nicht in die Lösung. Bleib liegen, bitte. Bleib liegen. Genau. Nimm jetzt mal beide Hände so ein bisschen an deine Kehle, sodass sich deine beiden Handballen berühren und die restlichen Finger so ein bisschen seitlich drauf liegen. Gut. Es mag für die Hände jetzt ein bisschen unbequem in Rückenlage sein, das heißt, du kannst ein bisschen deine Ellenbogen so ein bisschen auf der Brust ablegen, dass das nicht so viel, viel Kraft ist, die da zieht. Gut. Und jetzt schließ immer noch die Augen und atme jetzt wieder einfach ganz gemütlich. Und jetzt stell dir mal deine Luftröhre vor, die da hinter deinen Händen liegt und an der immer wieder so die Luft beim Einatmen und beim Ausatmen vorbeischleicht. Gut. Und wir machen die erste Atemübung im Liegen, die Ujjayi-Atmung. Das ist eine sehr, du darfst einfach die Augen geschlossen halten, du musst mich nicht sehen, ich mache gar nichts, ich erkläre es einfach nur. Du musst einfach nur jetzt dir vorstellen, als würdest du da so eine Enge im Kehlkopf machen, als würdest du dir die Hände an einem kalten Wintertag wärmen, ja? Jetzt ist eh wieder ein bisschen frisch geworden. Das heißt, einfach mal vorstellen, so, als würdest du so eine Tasse Cappuccino nochmal so anblasen, ja? Gott. Und dieser Atem, der funktioniert auch mit geschlossenem Mund. Aber wir machen es erstmal mit offenem Mund. Und jetzt spürst du nämlich wirklich die Kehle dahinter, wie es da so eine gewisse Reibung gibt. Einatmen. Ist ein bisschen schwieriger, gell? Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Gut. Das tut beim Einatmen fast ein bisschen weh. Wir schaffen es eben beim Yoga besser, wenn wir es durch die Nase jetzt machen. Denn beim Atmen ist es so, dass die Yoga-Lehre sagt, Prana, die Lebensenergie, also quasi der universelle Atem, der kommt ja über den Atem, tatsächlich über die Nase in uns. Und bei der Nase wird quasi das Prana schon angewärmt. Das kommt also nicht so kühl, der Vincent schreit. Genau. Also das kommt nicht so kühl in deinen Körper, wie über den Mund, sondern über die Nase angewärmt. Ich muss jetzt bloß kurz gucken, ob der Vincent versorgt ist. Vincent, geh zum Papa. Gut. Gut, also halte deine Hände weiterhin am Hals. Und jetzt atmest du das gleiche Ujjayi-Atmen, also dieses bisschen enge, gepresste, mit der Nase. Beim Ausatmen kann man es wirklich deutlich hören und auch spüren.
zwei Atemzüge mehr. Und ein letztes Mal. Sehr lustig. Genau, gut. Gut, gut. Also das war schon die erste Pranayama-Übung. Lass entweder die Hände weiterhin am Hals. Wenn du das für die Hände aber unbequem fühlst, weil die ganze Zeit sich so halten müssen, dann darfst du sie auch gerne wieder zurücklegen. Ich möchte dir jetzt einfach einleiten, wieder aus dem wunderschönen Buch vorlesen, zum Kehlchakra. Das heißt, all die Adjektive, die dazu passen, gib einfach mal als Wort dorthin. Doch zuerst geht es eben um die Theorie, das Kehlchakra. Das fünfte Chakra liegt in der Mitte des Halses, ist das Zentrum des Austausches, das Zentrum für das Zuhören und Mitteilen. Es steht für Kommunikation nach innen wie nach außen und für unseren kreativen Ausdruck. Dazu gehört jede Art von Kunst, was ich dir auch gerne jetzt ans Herz lege, wenn du zu Hause bist, das Malen zum Beispiel, das Schreiben, das Musikmachen, Komponieren, Singen und egal wie es klingt und vieles mehr. Das Sanskritwort Mantra bedeutet kraftgeladenes Wort. Beim Rezitieren von Mantras verbinden sich durch den Kanal des Halses Herz und Geist. Wer gerne singt, kennt das Glück, das dabei in uns wächst. Durch eine freie Kehle fließen freie Töne aus uns heraus. Unsere Stimme kann schmeicheln oder schreien, bezirzen oder betören. Sie kann schrill werden und laut. Manchmal bleibt uns aber einfach nur die Stimme weg. Außer dem Ton, der die Musik macht, lebt unsere Kommunikation von der Sprache. Kommunikation bedeutet neben dem Sprechen auch zuhören zu können. Eine Eigenschaft, die viele von uns verloren haben. Jemandem Gehör zu schenken, heißt ihn wahrzunehmen, ihm das Gefühl zu geben, zu existieren, da zu sein, eine Rolle zu spielen, wichtig zu sein. Gleichzeitig ist es auch wichtig, der eigenen Stimme Gehör zu verschaffen. Wenn wir kommunizieren, sollten wir uns immer fragen, ob das, was wir sagen wollen, wichtig ist, richtig ist, zugewandt ist und jetzt im Moment gesagt werden muss. Genau, da gibt es nachher noch ein besondere Geschichte dazu. Gut, und jetzt möchte ich weiterhin, dass du diese Adjektive, also blau gefärbt, stellst du dir jetzt mal diesen Halsraum vor. So ein Himmelblau, so ein klares Blau, finde ich, passt auch ganz gut zu diesem klaren Ausdruck. Ja, zu dieser Klarheit, die man eigentlich erst erlangen sollte, über all die anderen Chakren, und dann erst nach außen treten sollte. Also erst quasi im unteren Wurzelchakra die Erdung, dieses, ich kann das auch schön als Bild, dieses Ich bin, das du im ersten Wurzelchakra kennengelernt hast, dann im zweiten Sakralchakra kommt dieses Ich fühle, da ging es um die Sinnlichkeit, du erinnerst dich vielleicht. Dann das Gelbe war dieses Manipura, dieses Nadelchakra, dieses Ego-Chakra, da geht es ums Tun, da heißt dann das Mantra Ich tue. Dann das grüne Chakra, das hatten wir letzte Woche, das war das Herzchakra, Anahata, Ich liebe. Und heute geht es eben ums fünfte Chakra, Vishuddha heißt es, ich spreche. Also ich bringe das, was ich über all die anderen vier Chakren schon erlebt habe, durchlaufen habe, dann erst nach außen. Das ist leider bei manchen nicht der Fall. Manche haben viele dieser Stationen noch nicht so rund durchlaufen und sprechen echt total viel. Genau, gut. Also gib diese Adjektive in dein Vishuddha, in deinem Kehlchakra. Gut. Kreativ. Klar. Wohlklingend. Eloquent. Mitreißend. Ausdrucksstark. Zugewandt. Aufmerksam. Geduldig. Einfühlsam. Ja. Und jetzt nur kurz die anderen, etwas negativeren Adjektive, die einfach vielleicht manchmal zutreffen, vielleicht auch gerade ganz oft, und es ist alles okay, wir machen ja Yoga dafür oder dagegen. Also, wenn die zutreffen, dann ist da ein bisschen eine Disharmonie da. Manipulativ, geschwätzig, überheblich, anmaßend, großspurig, schrill,
laut, herb, kontaktarm und schüchtern. Genau, also manchmal ein zu viel von diesem Kehlchakra, aber auch ein zu wenig, dann schüchtern. Ja? Genau, also, so, das zur Theorie des Kehlchakras. Und jetzt darfst du langsam nach oben kommen zum Sitzen. Genau, dich aus deiner Decke ausschälen, beziehungsweise die Decke auch noch gerne auf den Beinen liegen lassen, denn wir kommen jetzt noch zu einer weiteren Atmung. Nach dem Ujjayi-Atmen, den wir schon liegend gemacht haben, möchte ich mit dir jetzt noch eine Runde Nacken dehnen. Genau, das heißt, du hockst dich jetzt einfach mal aufrecht hin, achte darauf, dass wieder deine Wirbelsäule ganz senkrecht aufeinander, also ausgerichtet ist. Genau, leg die Hände einfach gemütlich auf dem Oberschenkel ab. Gut. Und dann lass einfach mal den Kopf nach vorne sinken, wie so eine Murmel. Und zeichne mit deiner Nasenspitze jetzt mal einen Halbkreis. Und vielleicht merkst du dann erst, puh, da hakt es ja ganz schön in manchen Ecken. Und wir wissen ja, dass Yoga nicht bewertet, sondern dass wir es einfach nur wahrnehmen und uns nicht denken, oh Gott, was ist denn da schon wieder drin? Was hast denn da schon wieder für eine Enge? Genau, denn Yoga hilft ja, dass es besser wird. Gut, und du merkst auch richtig schön diesen Muskelverlauf, wenn du hier in dieser seitlichen Dehnung bist, wie der wirklich hier oben an diesem prominenten Kopfknochen angewachsen ist und unten bis zum Schulterkopf geht. Also dieser Nackenverlauf hier. Gut. Sehr schön. Und jetzt machen wir die erste intensivere Dehnung. Du legst die Hände jetzt mal in den Nacken, also wirklich quasi wie beim Beten, legst sie in den Hinterkopf und lässt jetzt einfach nur das Gewicht deiner Arme den Kopf nach vorne bewegen. Genau, also du ziehst da nicht aktiv, sondern du hältst es einfach nur. Und auch hier merkst du wirklich wunderschön, wie die Dehnung bis zwischen die Schulterblätter geht. Und da bleibst du jetzt einfach mal ein paar Atemzüge. Und dann darfst du diesen Ujjayi-Atem mitnehmen. Das heißt, wenn du in dieser vorwärts gebeugten Position bist, übrigens biegst du nur am Nacken ab. Du machst nicht den ganzen Rücken rund, sondern der bleibt gerade. Und während du da in dieser Enge bist, atmest du jetzt in diesen Ujjayi-Atem. Das heißt, du machst diese Enge im Kehlkopf. Noch 4 Atemzüge. Sehr schön. Und dann lockerst du ganz langsam. Jetzt nimmst du den Kopf vorsichtig zur rechten Seite, also zum rechten Schulter, dein rechtes Ohr. Bringst also hier das zusammen. Und die linke Hand macht jetzt eine Faust und zieht deutlich dagegen. Und siehst du richtig schön diese Zeltschnüre, die sich da spannt, diesen Nacken, diese Dehnung. Wir machen die jetzt nicht ganz so intensiv wie sonst beim Yoga, sondern mach das ein bisschen flotter durch. Du umgreifst jetzt mal mit deiner anderen Hand, also mit deiner rechten Hand, zum linken Ohr und ziehst jetzt noch aktiv ein bisschen mit in die Dehnung. Genau. Merkst du richtig schön, wie da jetzt dieser Nackenmuskel gedehnt wird. Halte 2 Atemzüge. Gut, und dann greifst du um an den hinteren Kopfknochen, den ich vorhin schon genannt habe. Diese kleine Beule, die da raussteht, die hat jeder, das ist gar nichts Schlimmes. Und dann langsam den Kopf so bis nach vorne sinken lassen. Und jetzt hast du den hinteren Nacken mehr auf Dehnung. Um das noch mehr zu verstärken, bringst du jetzt den linken Ellenbogen, der ja immer noch schön wacker nach unten zieht, nach vorne. Du machst also jetzt quasi von oben gesehen einen kleinen Halbkreis mit deinem Nacken und hast eher den hinteren Nacken unter. Bleib da 2 Atemzüge. Gut, und langsam umgreifen. Greif jetzt eher an der Stirn und nimm den Kopf eher in den Nacken. In der Seitenneigung jetzt den Kopf noch nach hinten bringen und den Ellenbogen links noch in die Gegenrichtung nach hinten ziehen. Jetzt hast du den vorderen Nackenanteil. Genau. Merkst du wahrscheinlich auch, dass das jetzt zieht. Jeder hat da so ein bisschen seine speziellen Wehwehchen. Manche mögen das hintere lieber, also eher nicht lieb. Und manche das vordere nicht so gern, weil es mehr zieht. Genau. Gut, manchmal wechselt es auch und manchmal ist es auch total entspannt, aber sehr selten.
Gut. Du nimmst die Hand schon weg und jetzt kommst du aus der Dehnung raus, indem die linke Schulter nach oben zieht. Sehr, sehr schön. Dann kommst du mit dem Kopf nach links und machst das Gleiche. Erstmal die rechte Hand zur Faust machen, nach unten ziehen. Schön die Zeltstühle schon spannen. Genau, die linke Hand greift jetzt um den Kopf und nimmt das rechte Ohr und bringt dich jetzt vorsichtig in diese Seitenneigung. Siehst. Und jetzt nimmst du den hinteren Kopfknochen und bringst dich eher nach vorne in der Seitenneigung und der Ellenbogen rechts zieht auch nach vorne. Das heißt, du hast jetzt diesen hinteren Nackenanteil mehr. Bleib zwei Atemzüge da. Sehr, sehr gut. Vielleicht merkst du so langsam, wie sich ein bisschen alles entspannt. Du greifst noch um an die Schläfe. Und nimmst jetzt den Kopf in der Seitenneigung noch in den Nacken zurück, hast jetzt diesen vorderen Anteil Sternumkleidung und ziehst jetzt auch noch den rechten Ellenbogen nach hinten. Bleib auch hier zwei Atemzüge, um die vorderen Anteile zu dehnen. Gut! Und langsam wieder die Hand wegnehmen und die rechte Schulter hochnehmen und lockerlich. So, wir reißen die Schulter nach hinten auf. Blub, 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 blub. Und dann mache ich kurz Pause, um dann zum Sonnengruß zu kommen.